Wir und das ist Mund ab und herzlich willkommen zurück zu Blood Rain 2. Ah, das letzte Mal hatten wir unseren Kampf auf dem Dach. Naja, was sollte ich sagen? Kampf, das war gegen die eine hübsche junge Vampirin, die, naja, den Plan der Daywalker in die Tat umsetzen wollte. Und ja, ich bin zu schick. Scheiße. Egal. So. Gegen die hübsche junge Vampirin, die den Plan der Daywalker in die Tat umsetzen wollte, die dann hinterrücks abgestochen worden ist von ihrer Schwester, die dann meinte, tja, es war ein Fehler, nicht zu vertrauen. Und dann sind wir irgendwie am Zoo-Eingang gelandet, wo ja jetzt überall Dunst über dem Himmel ist und die Vampire tagsüber laufen können und die Menschen als Blutsäurebeute benutzen können. Da bin ich mal gespannt, ob ich nochmal einen richtigen Kampf gegen sie bekomme, weil sie es irgendwie geschafft hat zu überleben oder sie sich mir anschließt oder sonst wie. Und ja, mach ich mal weiter. Geisterblutsaugen regeneriert Gesundheit, während Rain mit anderen Aktionen beschäftigt ist. Kagan's Tower has to be the one left standing. Due north, across the park. Damn it, gotta go. Ah ja, ich habe mir auch jetzt einen kleinen Rahmen gebastelt, weil das jetzt so ein bisschen mich gestört hat, tatsächlich, dass ich durchgängig gut drin war. Wo ist denn der abgestürzt? Ja. Great, that means she's not far, right? I've got a bone. He's clocked. He scared me out. Did you even see that coming? Oh. Sind das hier Medikamente oder was? Nee, das ist nur eine komische Dose. Alles klar, ich dachte einfach hier liegen Medikamente drin. Keep running! Keep running! Hey, you're interrupting my target practice! Na, kein Problem. Du gibst mir einfach nur ein bisschen Blatt. Okay, what do we have here? Gate I want to get through but can't. Crashed chopper with spinning rotors, seemingly endless supply of determined minions. I feel a plan coming on. So. So, das sind mal mehr oder weniger. Ist das nicht? Minion, so normale. Und einfach nur. Die ziehen verdammt viel Leben. Okay, ja. Okay. Sick. Das ist wirklich echt alles andere als geil. Keine Wut mehr. Das liebe ich ja. Und dann werde ich hier jetzt... Was soll ich denn hier machen? Ganz im Ernst. Eine habe ich. Und dann fehlt mir die Wut für die andere. Das ist doch Bullshit. Und da hinten kommt schon die dritte. Hm.
die überhaupt bekämpfen? Warum auch immer die sich jetzt an die Stange gehangen hat. Ja, okay, keine Ahnung. Ja, kennt man ja. Das ist praktisch. Oh mein Gott, das ist praktisch. Um Blut zu holen. Hä? Nein, nicht die. Schaden, Linda. Verschließen. Ich ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich mache. Und schon wieder die nächste. Immer wenn man einen besiegt hat, kommt direkt die nächste nach. Und hier bin ich gekommen, das heißt, ich komme nicht zurück. Ja. Ich mir dachte, ich habe das nichts mit dem. Das war irgendwas mit dem da ist. Ich gehe nochmal kurz sterben, um zu gucken. Ja. Okay, what do we have here? Again, I want to get through the Kent. Crashed chopper with spinning rotors, seeming the endless supply of determined minions. Oh, sag mir nicht, ich muss... Nee, ich kann ja nicht mal grabben. Da irgendwie reinstoßen oder nicht. Yeah.
Nein! Da, wo der Helikopter liegt. Ich hätte jetzt gedacht, schmeiß ich die Leute hier rein. Die Butterblätter. Wenn es da sind, werde ich euch Bescheid sagen. Bis gleich. So. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es zu tun ist. Ja, ja. So. Gut, dass ich auch so viele Reden habe. Tatsächlich bin ich nicht von selbst auf die Idee gekommen. Hab da tatsächlich nachgeguckt, weil ich hier ein bisschen rumgeschaut hatte und nicht, überhaupt nicht auf die Idee gekommen geheilt. Das finde ich ja ultra fick. Also das ist wirklich super nice von denen. Ich hasse diese Typen. Deswegen, man muss sich nicht immer mit jeder unwichtigen Plage beschäftigen. Anscheinend hier schon. Oder auch nicht. Mal gucken. The one day I get to go to the zoo and none of the animals are out. Either it's too hot, or it's raining, or it's the end of the world. Ugh, kinda glad I missed feeding time, though. Weißt du noch, it's mir shit životnie smirokrata. God, you guys and your stupid secret dead languages, always showing off. Aber ja, wer kennt's nicht? Das ist das Ende der Welt und man geht in den Zoo. Quatsch. So. Ey, hör auf mir rumzustehen. Oh man, alle Vampire. Die selbe Art von Stil. Did you even see that coming?
Nummer 1 ist down. Sehr schön. Und komm. Nummer 2. Get through the zoo to the other side of the park. Keep heading north. You'll have to go through the World of Reptiles building. Yeah, okay, lizards. No problem. Hm. Sehr schön. Looks like they have some kind of special insect exhibit going on. Na komm her. Severn, what makes a corpse twitch? I give up. What makes a corpse twitch? It's not a riddle. I'm seeing the bodies of zookeepers. Definitely dead, but definitely twitching. What type of vampirism causes that? You saw the trees in the park and the desiccated animals. The shroud obviously causes some aberrant effects on nature. Yeah, that's true. I'm gonna shoot one. Sieht geil aus. Auch geil, so eine... Sorry, boss. Dead zookeeper. Too cold to eat. How can it be cold? It's still moving. Looks like our new insect pal just found something more interesting. Okay. Weird. Explosion, alles im Brand. Und dann... Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist wenigstens etwas. Ein bisschen Rage noch bekommen. Oh. Wie wollen wir denn noch schlucken? Mann. Ja. Looks like they have some kind of special insect exhibit going on. Severn, what makes a corpse twitch? Okay. What makes a corpse twitch? It's not a real thing. I've seen the body spring einfach durch. Definitely dead, but definitely twitching. What type? You saw the treason. So. Von denen. Oder haben die jetzt schon das Tor eingerannt? Muss man sich ja nicht immer zweimal geben. This is no time.
nervigen Gehilfen wird. Ah, spring rum. Ich sehe, wenn du dich besser bist damit. Ja. Halt still. So. Geht doch. Ja. Jesus, they're everywhere. Guns don't even phase them. They just... Try to leave the nests alone. It sounds like gunfire attracts or disturbs them. Try not to use your dragons. No guns? Are you serious? How the hell am I... You'll just have to improvise, Rain. Get it off of me! Okay, die kämpfen gegen die Insekten. Das heißt, vielleicht hat die Insekten zum Ich meine, die Story an sich ist ja gut, aber dass man immer wieder dieselben Gegner besiegen muss und so, ist schon leicht nervig. Muss ich irgendwie andocken mit den Schüssen? Sehr schön, ein Dampftier schon da. Kein Blut, keine Wut, kein Blut, kein... Kein gar nichts. Das ist wieder so richtig nice. Scheiße. Sind die noch drin? Ich habe keine Ahnung, wie lange der erste Part
also der erste Teil ging, ich habe aus Versehen nicht pausiert, sondern gedingst. Wenn ich immer den Part schon mal pausiert habe, beenden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage tschüss, hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal bei Blood Rain. Bis dahin, tschüss.